Leute, willkommen bei einem neuen Video von und mit mir. Jo, ich zeige euch heute ein bisschen Servietten-Origami. Und ja, bei diesem Faltding müsst ihr einfach nur das machen, was ich mache. Ich werde es auch noch orthonormal tauglich erklären. Jo, das erste, was ihr machen müsst, meine Serviette ist schon ein bisschen zerknittert, weil ich es verkackt habe. Aber es geht auch mit einer zerknitterten. Ist halt dann nicht so schön wie mit einer normalen. Jo, also als erstes müsst ihr die auffalten, dass so da liegt. Und dann einfach so rum. Dann hier einmal falten. Ich brauche es jetzt gar nicht mehr festdrücken, weil es bei mir schon vorgefaltet ist. Am besten aber immer vordrücken. Dann macht es einfach so, als würde es einen Fächer falten. Allerdings müsst ihr aufpassen, immer dann die breite Seite nehmen. Weil bei der Längsseite, da endet es im brutalsten Chaos forever. Ja, und dann das Wichtigste zeige ich euch jetzt. Ihr legt das so hin, so vor euch. Dann habt ihr so eine Art Ziehharmonika. Jo, und dann macht sie nicht den gleichen Fehler wie ich vorhin bei der ersten Aufnahme. Werde ich wahrscheinlich auch als Outtake irgendwie zusammenschneiden. Dann macht sie nicht so, weil dann geht der Fächer nämlich nicht auf vorne, sondern er müsste es umdrehen und dann falten. So dass die Ziehharmonika immer außen bleibt. Und dann wieder fest draufhauen, dass es so Kante gibt. Und hier könnt ihr es einfach feststreichen. Ist jetzt hier im Prinzip so gut wie egal, ob es jetzt gerade oder ungerade ist. Jo, dann Papiertütenfaltung. Ich muss jetzt hier die Dinge ein bisschen neu definieren, die Knickkanten, weil ich es verkackt habe. Jo, dann hier nochmal so rum. Jo, ich komm gleich. Wir essen gleich. Jo, und dann einfach so falten. So, und wenn ihr wollt, wenn ihr sehr viel übrig habt, nicht so wenig wie bei mir, da taugt es nichts mehr, könnt ihr einfach hier nochmal umklappen und dann so feststreichen, dann ist ein bisschen bessere Stabilität. Jo, dann faltet ihr es einfach noch auf und dann seht ihr schon, geht eigentlich im Prinzip gleich auf. Müsst ihr nur noch auch in den letzten Abschnitt hier fassen, reintatschen und das so am Boden festdrücken. Und dann könnt ihr es einfach so aufstellen, so tschack, tschack. Moment. Dann könnt ihr es hier einfach so aufstellen, so tschack. Am besten so. Ja, das ist jetzt bei mir etwas wackelig, weil es nicht geht. Normalerweise sollte das jetzt noch so drauf bleiben. Jo. Und ich hoffe, dass das jetzt so einigermaßen. Ja, und ich hoffe, euch hat jetzt das Origami gefallen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Video von und mit mir. Bye bye. Viel Spaß. Bye bye.